Einen Moment. Achso, wir sind erst hier. Ich dachte, wir sind ganz zurück. Hat sich aber länger angefühlt. Hab viel aus Johnnys Leben gesehen. Und alt. Das ist möglich. Altdaten sind mit einer wesentlichen Gedächtnisspur des Konstrukts verbunden. Diese Erinnerungen müssen eine emotionale Reaktion ausgelöst haben, die in dein Bewusstsein projiziert wurde. Emotion gab's da echt eine Menge. Und? Hat's geklappt? Fertig. Das Fragment von Silverhands Engram ist kopiert. Jetzt können wir Kontakt mit Alt aufnehmen. Erst müssen wir tiefer eintauchen. Also ich will ja nichts sagen, aber irgendwie fühlt sich diese Mission schon wie Finale an. Jenseits gibt es keine Grenzen. Jenseits der Blackboard. Wow. Nur wenige waren hier auf der anderen Seite. Und keiner kehrte zurück. Sie wird die Erste sein. Also, du weißt auch nicht, was auf der anderen Seite wartet. Aber bald wissen wir es. Und diese Gestalten? Wilde KIs. Auf der Suche nach einem Durchgang. Hab mein Teil getan. Jetzt bist du dran. Bevor du auf die andere Seite gehst, will ich Johnnys Psyche loswerden. Wir bleiben hier. Du bringst den Code auf die andere Seite. Schätze, mir bleibt nichts anderes übrig. Ah, nee. Natürlich muss ich das machen. Also, wie komme ich auf die andere Seite? Brigitte? Alt? Ja, sie. Johnny. Du kannst hier nicht bleiben. Alt Cunningham. Jarvis, Yapataki Network Lab. Was zum Teufel ist hier los? Wir haben unsere BBSs durchbrochen. Wir waren das nicht. Network. Was? Was passiert hier? Ist das so, wenn man auf Droge ist? Du bist es wirklich. Was war das eben? Konntest du sie nicht einfach ausschalten? Netwatch waren diesmal gut vorbereitet. Bestimmt Mosley, der Wichser. Was ist mit Brigitte und den Voodoo Boys? Ich musste sie löschen. Netwatch hat ihre BBS benutzt. Löschen? Soll das heißen, sie sind alle tot? Wir tun die Penner doch nicht etwa leid, oder? Scheiße. Ich habe einen Netwatch-Agenten hergeführt. Der Typ muss mir einen Tracker untergejubelt haben. Ja, wir haben uns ja auch verkauft. Er hat einfach heimlich den Virus der Voodoos mit seinem eigenen Dreck ersetzt. So haben sie bestimmt hergefunden. Das ist egal. Das gesamte Subnet wurde zerstört. Alt, du hast uns da rausgeholt. Heißt das, zwischen uns ist alles okay? Keine Probleme? Ich habe deinen Engram-Code erkannt, aber ich weiß nicht, warum du hier bist. Damit du dich für den Arasaka-Tower revanchieren kannst. Wie? Das ist Alt. Der beste Netrunner, den es je in Night City gab. Alt, das ist Wie. Du musst dir das Leben retten. Wie du siehst, hat Johnny schon alles genau geplant. Die Frage ist allerdings, was du dafür haben willst. Netwatch-Propaganda ist effektiv.
Siehst du mich als Dämon, an den du deine Seele verkaufen musst? Hör zu. Ich will nur überleben. Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittenere Technologie. Was? Aber es ist deine Tech. Du hast Soulkiller erschaffen. Mein Programm hat wenig mit dem gemeinsam, was Arasaka daraus gemacht hat. Okay, wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut, das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi und du hilfst wie? Deal? Deal? Tina ist woanders abgewogen. Ja. Man kann hier ja tatsächlich... Was erwartest du von mir? Ich verstehe es nicht. In sehr viele Richtungen abbiegen. Ja. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soulkiller in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnys lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in deinen Körper ein. Hallo Django! Bin das letzte Mal eingepennt, kein Problem. Wer müde ist, muss schlafen. Dein Abbild im Cyberspace. Sehr interessant. Also, rettest du mir das Leben, aber bringst mich dabei um? Dein Bewusstsein, deine neuralen Engramme werden in Datenform gespeichert. Der Rest wird verschwinden. Der Rest? Deine Seele. Ich habe das Programm nicht benannt, aber Soulkiller tut genau das, was der Name verspricht. Scheiße, den Müll will ich mir nicht anhören. Wie hüpft einfach in ihren Körper zurück, oder? Alles bleibt gleich. Nichts bleibt gleich. Das weißt du genau. Okay, also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Netz. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein, das ist nicht möglich. Tschüss, Alt. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. Alle tot. Bei mir sterben immer alle. So befriedigend das auch ist. Wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Grummelbacke ist noch übrig. Ey, Johnny. Also, ich muss sagen, jetzt zum Ende hin mag ich Johnny. Ist super doof, ne? Aber ich muss tatsächlich sagen, Johnny wird mir jetzt sympathisch. So, jetzt gegen Ende wird er mir sympathisch. So grob im Kopf, welche wichtigen Entscheidungen du getroffen hast. Du meinst wegen Spoiler und so. Irgendwie ist mein Chat im OBS zeigt mir immer nur die halben Nachrichten an. Also ich meine, ich bin kurz vor Finale.
Warte mal. Ich sehe deine Nachricht nicht komplett. Das ist doof. So. Also grob gesagt kooperieren wir mit Hanako. Wir haben jetzt Alt getroffen. Alt hilft uns jetzt. Alt hilft uns jetzt, Johnny zu rächen. Sagen wir es so vielleicht. Oh, das ist ja auch böser. Genau, und wir haben die Voodoo Boys verraten. Also. Allerdings hat das jetzt halt zur Folge gehabt, dass wir in der BBS von dem anderen Netzagenten. Heimgesucht wurden. Weil er sich in uns hineingepflanzt hat. So, also das waren so die letzten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ich weiß, es ist gerade super laut, ne? Ich habe letztens schon festgestellt, dass das Spiel sehr laut ist. Aber ich will das jetzt nicht umstellen, weil ich... Moment. Weil ich plane eigentlich, die Streams auf YouTube hochzuladen. Und da wäre es ein bisschen doof, wenn ich jetzt die Lautstärke plötzlich ändere. Ja, deswegen müssen wir da jetzt durch. Ist ein bisschen laut, I know. Sorry. Oh no, das ist ja jetzt der Boss. Solange er dort bleibt, nicht so schlimm. Geht von der Lautstärke, okay. Vielleicht lag es daran, dass ich mich letztens oder dass ich den Stream nicht über Kopfhörer gehört habe, sondern über Lautsprecher. Da ist das Verhältnis ja nochmal ein bisschen anders. Das war ein guter Bossfight. Den mochte ich. Wo muss ich lang? Ja, die Voodoo Boys sind pissig. Denn ich habe sie ein bisschen hintergangen. Aber ansonsten ist alles okay.
Jetzt habe ich den Verbesserungssplitter erhalten. Wir können gleich ein bisschen leveln. Ach so, ich bin überladen. Wartet mal. Ich dachte gerade schon wieder, warum laufe ich so langsam? Ich habe ein paar Waffen gesammelt, Chat. Nur ein paar. Ich habe Story jetzt durch mit 4 Enden, mache jetzt noch Sidequests und Aufträge und dann das geheime Ende und dann hole ich mir wahrscheinlich das DLC, hat glaube ich auch nochmal 4 Enden. Krass. Ja, also ich bin glaube ich, soweit ich weiß, kurz vor Ende. Habe jetzt aber es auch nicht drauf angelegt, ein bestimmtes Ende zu bekommen. Also ich weiß, es gibt sehr viele Enden, ich weiß auch grob, was es für Enden gibt. Ich habe mich natürlich nicht im Detail eingelesen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe jetzt mein Spiel nicht unbedingt darauf ausgelegt, ein bestimmtes Ende zu bekommen. Ich habe einfach gespielt, wie ich dachte. Deswegen bin ich halt mal gespannt, was rauskommt. Ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Wartet mal, ich muss mal kurz mein Chat hier irgendwie aktualisieren. Ich sehe aber bloß die halbe Nachricht. Das war... So. Ich habe auch erst geguckt, nachdem ich das erste Mal durch war. Ja... ich guck mal, vielleicht habe ich irgendwann auch noch Lust, noch mehr Enden zu probieren. Aber jetzt habe ich es einfach mal auf mich zukommen lassen. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt, man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel, das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudoendotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Nur das geheime Ende habe ich gegoogelt. Ja, deswegen ist ja auch geheim. ich weiß auch, ich hätte Takemura retten können. Habe ich aber nicht. Weil, also ich wusste nur, ich kann Takemura retten. Ich wusste aber nicht, wie. Und ich wollte mich ja nicht spoilern, deswegen habe ich gespielt, wie ich dachte. Und ja, ich habe ihn halt nicht gerettet. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Chat, uns geht's nicht gut.
Okay, ich glaube dir. Danke. Ja, Johnny, weißt du, es liegt ja nicht an dir. So, es hätte jetzt auch Hinz und Kunz in meinem Kopf gepflanzt worden sein. Ich hätte den auch nicht gemocht. So langsam mag ich dich. Kletter durchs Fenster. Das so, solltest so du schaffen. Ein bisschen kann ich das ja jetzt verstehen, warum du so bist, wie du bist. Jetzt sei nicht mehr so böse auf mich. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Sieht ein bisschen aus wie der Raum in dem Motel in den Badlands. Armer Takemura, ja. Ich wollte ihn wirklich retten, aber ging nicht. Ich wusste nicht, wie. So geheim ist es auch nicht, wenn man es googeln kann. Ja, das stimmt. Aber mittlerweile ist das Spiel auch 3 Jahre alt. Mich hätte es gewundert, wenn das bis heute niemand im Internet mal veröffentlicht hätte, wie man das Secret Ending bekommt. Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. Hallo Julia, schönen guten Abend. Ich hoffe, du hast einen schönen Montag gehabt. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du deine Kugel für mich einfangen? Ja, aber wenn ich tot bin, hat doch sein Engramm kein Wirt mehr. Also, bereit? Obwohl, es ist ja ne, dann geht's in die KI-Dingsbums. Takemura ist bei mir auch draufgegangen, obwohl ich auf dem richtigen Weg war. Falsche Tür genommen, Cutscene, das war's, ja. Ja, würdig. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen geschleimig. Geschleime, komm, ne? Komm, wir hauen ab. Aber ich sag jetzt das Obere. Auch wenn ich vorher immer ein bisschen böse zu Johnny war. Aber ich mag ihn ja mittlerweile. Ich wird das auch für dich tun. Hm. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Ja. Hast du eine bessere Idee? Noch nicht. Aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher. Der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Oh, Bossfight. Eiskalt, alle Winde verstreut. Bossfight gegen Adam Smasher? Abgesehen davon, dass den ganzen Tag niemand angerufen hat und um 4 wollten sie plötzlich alle was. Was? Okay. Also, ich kenne das. Bereit? Also, aber nicht unbedingt von Kundenseite, sondern intern. So kurz vor Feierabend kommen alle. Löfzi, haben wir schon Verluste zu beklagen? Nö. Es ist nichts passiert. Niemand gestorben bisher heute. Alles gut. Siehst du, Johnny lebt noch. Ich lebe noch. Okay, verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Okay. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Wenn wir Rogue mitnehmen, haben wir Unterstützung. Also, bereit? Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile.
Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Rogue als Deckmantel. Nett. Wofür? Damit ich endlich deinen Körper übernehmen kann? Oder um einen idiotischen Selbstmordplan gegen Arasaka umzusetzen. Ich kenne dich inzwischen ganz gut, Johnny. Zum letzten Mal. Kein Geheimplan. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, ich komme gerade aus dem Seelenknast. Guck mal, mein neuer Arsch. Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Wenn wir Johnny jetzt die Kontrolle geben. Komm, wir hauen ab. Ich habe halt doch noch ein bisschen die Sorge, wenn wir Johnny jetzt die Kontrolle geben, dass er sich nicht an sein Wort hält. Und dass das dann unser Ende ist. Ich möchte ihm vertrauen, aber ich weiß nicht, ob wir das können. Also, bereit? Ach, scheiß drauf. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Hotel Pistis Sophia? Hieß es so? Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Okay. Komme ich hier irgendwie runter? Ja. Ist die Verbindung sicher? Können wir reden? Oder brauchst du wieder eine Adresse, damit du mir eine Puppe schicken kannst? Sie ist sicher. Ich habe alles, was besprochen war. Gut. Nein. Ausgezeichnet. Treffen wir uns. Wo? Embers. Lass mich nicht warten. Persönlich? Was hat sich geändert? So einiges. Wir reden im Embers weiter. Den Laden kenne ich. Wir sehen uns da. Okay, aber bevor ich dorthin gehe, spielen wir noch eine Runde Arcade. Nee, mach mal nicht. Ich würde gern noch mal zu einem Ripper Dog. Ich glaube, es ist nämlich Ende. Ich stehe direkt vor einem... ich bin so blöd. Ich stehe direkt vor einem Ripper Dog. Darf ich hier rein? Ich glaube, hier ist keiner, oder? Doch. Hallo? Ich musste erst auf die Karte gucken, um zu sehen, dass ich direkt vor einem Ripper Dog stehe. Ich brauche ein Implantat. Mhm. Ah, nee, und? Wartet. Wie und? Du bist doch ein Ripper, oder? Ich gehe es doch verkaufen. Ja, für meine Leute. Wird sich für dich lohnen. Ach ja? Wie sehr wird sich's lohnen? Erstmal gar nicht. Ich komme gleich nochmal wieder. Ich gehe noch kurz Geld ausgeben. Hier so nämlich. Einmal links rum. Da. Ich gehe nicht Geld ausgeben, sondern ich gehe Geld holen. So meinte ich das.